Stein für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste auf der Tribüne. Ich bin jetzt seit 6 Jahren ungefähr im Deutschen Bundestag als Berichterstatter im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit zuständig für den Maghreb-Raum und für den nordafrikanischen Bereich insgesamt. Und ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, einen sehr fortschrittlichen, einen sehr zukunftsweisenden gemeinsamen Antrag hier heute vorzulegen. Deshalb danke ich auch ganz herzlich den Kollegen von der SPD, dass wir ihn so inhaltlich stark aufstellen konnten. Wir reden in all den Jahren, in denen ich mich mit diesem Thema beschäftigen darf, immer wieder über das Markantum. Wir brauchen eigentlich eine Mittelmeerstrategie, eine europäische Mittelmeerstrategie. Und ich glaube, das würde uns insgesamt etwas überfordern, weil der Mittelmeerraum ist natürlich sehr divers. Nicht nur, dass dort 3 Kontinente aufeinandertreffen mit dem asiatischen, dem afrikanischen, dem europäischen, sondern auch die Strukturen natürlich sehr viel diverser sind, als wir das innerhalb der Europäischen Union kennen. Und deshalb haben wir uns in der Fraktion und auch mit dem Koalitionspartner darauf verständigt, dass wir uns mehr konzentrieren muss auf einen Bereich, in dem man mit vergleichbaren, homogenen Strukturen miteinander arbeiten kann. Das wäre der westliche Mittelmeerraum. Das ist auf der nordafrikanischen Seite, sind das die Staaten Tunesien, Algerien und Marokko im Wesentlichen. Und natürlich auf der südeuropäischen Seite auch die Region, die wir im Maßstab dessen, was wir als Europäer so verstehen, auch als strukturschwach bezeichnen könnte. Natürlich mit Süditalien, auch mit spanischem Bereich, mit Griechenland nicht zu vergessen. Malta gehört dazu, aber sicherlich auch Frankreich, um mal die Partner zu nennen, mit denen wir es hier zu tun haben. Und jüngst ist es so, dass in Tunesien beispielsweise bei den Parlamentswahlen, bei den Präsidentschaftswahlen, ich sage mal, ein Demokratieprozess zutage getreten ist, den man nur sehr begrüßen kann. Und ich war am Tag nach den Wahlen selber in Tunesien, habe ein sehr aufgeräumtes Miteinander erlebt, unaufgeregt. Und ich habe allen Tunesierinnen und Tunesiern, die ich getroffen habe, gesagt, herzlichen Glückwunsch, ihr seid jetzt wahre Demokraten geworden. Und das zu unterstützen, ist auch mit ein Kernanliegen unseres gemeinsamen Antrages. Auch in Algerien, im Nachbarland, die Zeit nach Bouteflika ist, glaube ich, eingeläutet. Wenn man sich in Frankreich mit Exil-Algerien unterhält, meistens mit sehr vielen jungen Leuten, sagen wir, diese jungen Leute sind zum ersten Mal wieder stolz auf ihr Land, dass etwas möglich erscheint, dass selbst die Perspektive zurückzugehen und in ihrem Heimatland etwas auf die Beine zu stellen, etwas zu entwickeln, ihnen greifbar erscheint. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiges Anliegen der gesamten europäischen Gemeinschaft, auch diesen jungen Leuten die Unterstützung zu geben, dass sie diesen Weg gehen können und dass sie ihrem Volk von wo aus auch immer helfen können, sich wirtschaftlich, sozial, politisch, aber auch ökologisch aufzustellen und ein wichtiger Teil unserer Wertegemeinschaft zu sein. Und ich möchte als Beispiel nennen, ich bin nämlich auch Mitglied im Ostseeparlament, wir haben 2 Binnenmeere im europäischen Kontext. Das ist der Ostseeraum, das ist der Mittelmeerraum, das sind europäische Binnenmeere. Strukturell eigentlich etwas Verbindendes. Wasser verbindet in diesem Falle. Und warum ist es so, dass der Ostseeraum eine der prosperierendsten Regionen auf der Welt ist und auf der anderen Seite wir im Mittelmeerraum so viele Probleme haben? Vor allen Dingen, wenn man die Geschichte sich mal anguckt, dass im Mittelmeerraum eigentlich alle europäischen Hochkulturen entstanden sind, dass man im Mittelmeerraum vor 3.500 Jahren schon Hafenstädte hatte, von denen aus mit Segelschiffen Handel in die ganze Welt getrieben worden ist, während wir im Ostseeraum noch nicht mal Häfen hatten und wahrscheinlich im Einbaum noch unterwegs waren. Also wo ist da der Prozess, wo ist da die Klippe gewesen, an der sich das so auseinanderentwickelt hat? Und ich glaube, da ist es ganz wichtig zu gucken, wie kriegen wir es hin, dass der Handelsraum, der Wirtschaftsraum, der Sozialraum, der politische Raum, Mittelmeer, europäische Seite und afrikanische Seite mehr miteinander in Kooperation kommen. Und das zu unterstützen, ist auch ein wesentlicher Teil unseres gemeinsamen Antrages. Wir brauchen also eine Best-Practice-Region. Wir brauchen eine Best-Practice-Region westliches Mittelmeer, die vielleicht auch für andere Mittelmeerregionen beispielgebend sein kann für ein Miteinander im Austausch von Parlamentariern, im Austausch aber auch von Wirtschaftsleistung. Und ich glaube, da haben wir allerbeste Voraussetzungen, das dort hinzubekommen. Und ein Schlusspunkt in unserem Antrag ist beispielsweise auch der Vorschlag über ein sogenanntes deutsches Haus.
Das, was wir an Entwicklungspartnerschaften deutscherseits mit unseren Einheiten, mit unseren Durchführungsorganisationen, mit dem Goethe-Institut in den Ländern bereits aktiv haben, zu bündeln, eine Adresse zu schaffen für die deutsche Wirtschaft, für Unternehmen, für Vereine, für Ehrenamt, für Kultur, für Sport, dass man weiß, an wen man sich zu wenden hat und dass man weiß, an welcher Stelle man die Hilfe bekommt, für uns, aber natürlich auch für die Menschen in den Ländern. Und dann kommt dazu ein AfD-Antrag, der passt hier überhaupt nicht her. Also der hat sich offensichtlich überhaupt nicht beschäftigt mit dem, was unser Kernanliegen eigentlich im Antrag ist, nämlich diese europäische Nachbarschaftspolitik, dieses Miteinander Europa-Afrika. Der Antrag der AfD kümmert sich ausschließlich um den afrikanischen Kontext. Deshalb hat mich das sehr geärgert, auch dass er hier so eingespeist worden ist. Aber zum Glück ist er so flach wie eine Flunder, also inhaltlich ist da nicht viel drin. Und das einzige Markante, was so ein bisschen rausragt, ist das, was immer rausragt, nämlich eine Überschrift, diese Überschrift Migration stoppen. Da kann ich Ihnen nur sagen, Migration lässt sich nicht stoppen, Migration lässt sich steuern. Das ist gar keine Frage. Migration ist immer auch ein Motor der Entwicklung der Menschheit gewesen. Und ich sage mal, Sie haben wahrscheinlich kein Problem damit, von den europäischen Migranten, die zu Hunderttausenden mal nach Südafrika ausgewandert sind, der ein oder andere zurückkommt. Sie haben ein Problem damit, wenn die Menschen aus dem Kongo, Nigeria kommen. Sagen Sie es doch ganz offen, was Sie wollen. Und damit komme ich zum Schluss. Sie wollen Sie wollen Rassentrennung am Mittelmeer machen. Das ist nichts anderes, was in Ihrer Überschrift drinsteht. Und nicht anders kann ich das auch verstehen. Und ich freue mich darüber, dass der Kollege Stefinger die restlichen Punkte, die noch im Antrag sind, aufnehmen wird. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Dietmar Friedhoff, AfD-Fraktion.